Salut et fraternité, citoyen le spectateur, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War, die Ägypten-Kampagne. Im letzten Teil haben wir Damanhur eingenommen und jetzt werden wir uns gleich Richtung Mahalla al-Kubra vorwärts bewegen. Ich habe so ein bisschen Probleme gehabt mit ein paar Einheiten, die ganz komisch hier rumgerannt sind letzte Runde, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Unser nächstes Ziel ist es jedenfalls, die Stadt Kairo anzugreifen und eine Möglichkeit zu erobern. Sind die Wissensschmieden einer Nation. Ja, das weiß ich und sie wollte mir jetzt gerade sagen, dass in Kairo so ein Ding steht und dass ich das für das Wohle Frankreichs nutzen soll. Das werden wir natürlich machen. Ja, ruh dich aus, ist kein Problem. Wir nehmen mal den Agenten, versuchen mal gerade diese Armee hier zu sabotieren. Das ist schön, dass es erfolgreich war. Ich weiß jetzt nicht genau, ist der dann tot, wenn ich die Armee hier besiege? Das ist mir mal passiert. Also wenn das so ist, dann... dann werde ich halt kotzen. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ne? Oh! Napoleon hat einen Heißluftballon als Gefolgsmann gekriegt. Ein Beobachtungsballon gewährt volle Übersicht über feindliche Truppen und ihre Stationierung. Luftige Höhen sind gefährlich, aber kann man dort nicht auch Ruhm, Ehre, wissenschaftliche Kuriositäten und eine sehr gute Übersicht über die Aufstellung des Feindes gewinnen? Also wenn ich mich an der Stelle richtig erinnere und das bei Roger Dufresne richtig gelesen habe, dann ist das mit dem Heißluftballon nicht richtig. Soweit ich weiß, hat Napoleon keinen Heißluftballon oder keine Ballons genutzt. Es wurde damals wirklich zur Aufklärung im Feld, wurden Ballons eingesetzt. Napoleon hat solche Teile aber nicht benutzt. Das ist ein Vorwurf, der ihm in der Forschung auch öfter mal gemacht wurde. Eben mit der Begründung, er hätte sich nicht genügend auf diese neuen technischen Verbesserungen eingelassen. Hier werde ich mir jetzt Unterstützung holen von Louis-Charles Antoine Desaix. Desaix ist übrigens eine ganz tragische Person im Zusammenhang mit Napoleon. Der hat nämlich die Schlacht bei Marengo zu Napoleons Gunsten gewendet, ist dann allerdings selbst bei der Schlacht ums Leben gekommen. Und das hatte zur Folge, dass man eigentlich über Desaix' Erfolg gar nicht berichtet hat und Napoleon den ganzen Ruhm einkassieren konnte. Ja, die Bauern, die können eigentlich auch nicht viel. Die Asaren sind eher gefährlich. Aber das ist sowas wie unsere Chasseur. Ne? Ja, vor der Artillerie müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Und natürlich vor der Kavallerie der Mamelucken. Ja, aber dann machen wir mal den Belagerungsangriff. Es ist so, wenn wir diese Städte jetzt darum beten zu kapitulieren, werden sie das wahrscheinlich machen. Das Problem ist dann allerdings, dass mit zu viele Streitkräfte der Mamelucken abhauen und das wäre nicht so gut, weil die verschanzen sich dann im Hinterland und kommen dann irgendwann wieder an. Also ich will es dann doch eher auch versuchen so zu halten wie Napoleon und sehr schnell zuschlagen und wirklich ja mit einem sehr großen Aufwand kämpfen. Vor allen Dingen so, dass dem Gegner möglichst viele Verluste zugefügt werden. Ja, ich muss sagen, es ist bei Empire sehr verbaut mit der Tastaturkontrolle. Jedes Mal, wenn ich hier in so eine Schlacht reingehe, stimmt meine Tastaturbelegung nicht mehr. Das ist sehr ärgerlich, denn die macht die Steuerung ansonsten deutlich einfacher. Bei Rome habe ich das Problem komischerweise nicht. Das sind die Asaren. Mhm. Hier ist die Artillerie. Also es wird wahrscheinlich ja wieder so sein, wenn eure Tipps stimmen, dass der versuchen wird, mich anzugreifen und sich auf mich zubewegt. Und dann sollten wir vielleicht aber eher uns auf der Seite aufstellen, damit das nicht so leicht hat mit seiner Artillerie. Also er dann doch hier drüben. Weil dann kann er uns da nicht so gut beschießen. Ich fände das irgendwie gar nicht verkehrt. Stellen wir erstmal die Linie auf. Und ich weiß nicht, Verhalten der leichten Infanterie ein-ausschalten. Tja, ich weiß echt nicht. Ab wann hauen sie dann ab und so weiter und so fort, ne? Also,
wir machen es jetzt mal ganz regulär. Ich stelle die jetzt mal gerade hier hinten auf. Das ist jetzt nicht so super schön, aber ich werde gleich den Hügel dann hier nehmen und dann wird das da ein bisschen besser. Ich will mich jetzt erstmal so aufstellen, dass er mir da nicht viel machen kann. Und da stelle ich mich halt lieber ein bisschen weiter hinten auf. Die Granadiere stellen wir mal auch hier auf. Die Einheiten werden nicht so stehen bleiben, aber ich habe einfach einen sehr limitierten Aufstellungsbereich momentan. Und das heißt jetzt wohl, dass die sabotierte Armee ihm zu Hilfe eilt, oder was? Gut, okay. Granadiere stellen wir hier oben auf. Dragoner und die Generäle stellen wir mal am besten halt so, dass sie nicht wirklich direkt von der Artillerie getroffen werden können. Ne? Wie wäre es damit? Und die Chasseur Archevaldi nehmen wir mal mit hier rüber, damit wir da vielleicht noch die ein oder andere Truppe abfangen können. Das müssen wir mal gucken. Okay, ich gebe mal ein bisschen Gas, bis meine Jungs so mehr oder weniger in Stellung sind. Schlachtenzeitlimit haben wir ja keins. Wie steht er denn mit seiner Artillerie? Da hinten, naja, okay. Also es ist nicht auszuschließen, dass er mit dem Ding auch auf uns schießen wird, ne? Der kriegt ja keine Kollateralschäden. Wichtig ist, dass wir unsere Einheiten hier jetzt nicht auspowern. Ein bisschen langsamer. Tut sich da was? Nee, ne? Also ich will jetzt nicht, dass meine Einheiten rennen, deswegen lasse ich sie lieber nur marschieren, weil sonst haben die nachher alle keine Puste mehr. Und dann flüchten die halt viel schneller und so weiter und so fort. Das scheint ihm jetzt nicht wirklich viel auszumachen. Da kommt ja jetzt auch schon was, oder wie? Nee, doch nicht. Mhm. Naja, warten wir mal ab. Ich nehme mich mal weiter da oben hin. Ich habe an den Flanken lieber immer Truppen stehen, die auch ins Karree gehen können. Nee, warte mal. Stell dich mal hier auf. Na, ihr könnt dann jetzt doch mal gerade dahin rennen. Ich hoffe, der kommt noch irgendwann. Ansonsten muss ich halt vor. Aber da hätte ich jetzt auch nicht so das Riesenproblem mit. Es wird einfach nur ein bisschen länger dauern. Denke ich mal. Ja, hat den Anschein. Und jetzt? Was macht der denn da? Der knäuelt halt irgendwie so, ne? Aber jetzt so wirklich bewegen will er sich nicht. Ah ja, dann marschieren wir mal vor. Erstmal ganz geordnet und gechillt. So, den Napoleon, den stelle ich schon mal da unten in den Graben.
Und die Kavallerie übernimmt mal hier drüben den Flankenschutz. Dessay wird die Motivation der Infanterie erstmal übernehmen, solange bis wir Napoleon da hinten sicher rausziehen können. Ich meine, da passiert jetzt nicht so... okay, jetzt will er auch noch mit Kavallerie hier drüben auf die Seite. Aber da können wir Karrees bilden. Da denke ich, sind wir im Vorteil. So, dann geht's mal weiter. Ah, da ist unser Ballon. Haha, sehr schön. Finde ich ja cool. Schön gemacht. Haben sie sich gut ausgedacht, die Entwickler. Ich finde das gut. Ja, dann irgendwie kommen die Gegner doch nicht mehr. Hat es was mit der Belagerung zu tun? Liegt es da dran? Also ich meine, es war in Italien auch so, dass die AI gekommen ist, auch wenn sie der Verteidiger war. Aber gut, dann lassen wir uns hier jetzt mal einfach von überraschen. Also das mit der breiten Linie habe ich mir mal auf jeden Fall gemerkt und ich denke, dass das auch gut funktionieren wird. Okay, dann kann ja auch mal Napoleon ankommen. Besser mal hier rüber. Ich meine, es wäre jetzt natürlich irgendwie schön gewesen, hier einen Ausfall zu machen. Und die verteidigende Armee hier schon anzugreifen, bevor er überhaupt seine Verstärkungstruppen bekommt, aber das war jetzt nicht so wirklich realisierbar auf der Karte. Okay, also solange er da noch recht ungeordnet vormarschiert und uns die Flanke zeigt, sollten wir vielleicht da jetzt mal versuchen, schnell in Stellung zu kommen. Dann kommt man gerade hier rüber. Ja, der wartet ja nur darauf, dass er hier gleich irgendwie in die Flanke rein brettern kann. Ach Gott im Himmel, da brauchen wir ja echt noch Jahrhunderte, bis wir angekommen sind. Es kann noch ein bisschen dauern. Ich will jetzt aber nicht die Geschwindigkeit zu sehr erhöhen, weil es kann halt sein, dass ich schon gleich angegriffen werde. Er hat seine Kavallerie hier schon in Stellung gebracht. Jetzt, ohne dass ich davon ausgehe, dass sie sich besonders schlau anstellen werden, aber... Er geht dann schon mal ins Karree. Ja, du kannst hier mal mit den Chasseur hier hochgehen und die Dragoner mal mitnehmen. Und dann machen wir erstmal. Dann werden wir uns erstmal um seine Kavallerie kümmern. Ganz genau. Und haben sich jetzt wieder welche selbst erschossen? Sieht nicht so aus. Okay, gut, das hat ja mal geklappt. Wie sieht es hier drüben aus? Da hat er eigentlich auch keine Chance. Die Einheit flüchtet auch, gut. Können wir das Karree auflösen? Erstmal. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber das sieht mir immer noch nach einem Karree aus.
Gut. Ja, wäre jetzt also die Frage, ob sich's für uns lohnt, hier die Front umzuklappen. Aber ich würde sagen, wir lassen die Linie erstmal hier ein bisschen arbeiten. Können vielleicht eher die Grenadiere in Stellung bringen. Ja, wir müssen hier noch, ich glaube, wir müssen hier noch wirklich auf seine Kavallerie warten. Also da kommt immer sofort hier die Drohung mit der Kavallerie auf der Seite. Hier geht nochmal beide ins Karree. Ich weiß nicht, auf welche Einheit er es da abgesehen haben könnte. Das ist aber auch auf der anderen Seite seine letzte Kavallerieeinheit, die er dort hat. Dann machen wir jetzt mal hier dicht. Und kesseln ihn jetzt hier ein. Und wie sieht es da drüben aus? Sieht ganz gut aus. Vielleicht nehmen wir mal die Dragoner noch da. Obwohl, ich glaube, die brauchen wir da gar nicht mehr. Die könnten wir rennen. Weil ich denke, da drüben, das haben wir ganz sicher. Gut, das ist der gegnerische General, der gefallen ist. Perfekt. Ja, da klappt auch schon die Moral bei denen zusammen. Optimal. Ja, nee, der will mir hier die Chasseur stellen, das will ich nicht. Gut, ihr könnt ja mal ein bisschen vorrücken. Das ist witzig, dass man das auch hier mit dieser Marschmusik so umgesetzt hat, dass die Leute hier also wirklich Flöte spielen und Trommeln und so weiter. Das ist echt gut gemacht. Ja, der trifft aber nichts mit denen, denke ich. Ich lasse mir dann auch lieber hier ein bisschen Zeit und versuche die Verluste gering zu halten, bevor ich es jetzt hier mit der Brechstange irgendwie versuche, weil nachher verliere ich am Ende noch was. Ah, die sind nicht gerannt, ne? Das wäre wichtiger gewesen eigentlich. Hier ist aber ansonsten ganz gut. Ich mache jetzt die Front ein ganz kleines bisschen dünner. Aber nur, weil wir sie ja auch schon so gut wie komplett im Sack haben. So, die Dragoner können sich jetzt schon mal hier ans Aufreiben machen. Hier geht mal hier hinter den Kanonen in Stellung. Ja, optimal, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die Dragoner hier nicht irgendwie mit dem dollen Kopf wegstehen. Die schießen auf. Ja, ich weiß. So, jetzt könnt ihr hier angreifen. Gut, ja, okay. Ihr rückt mal noch ein kleines Stück vor. Ich glaube, viele Verluste hatten wir jetzt hier nicht.
ziehe die Truppen jetzt hier mal gerade etwas enger zusammen. Ich werde die aber nachher auch wieder ein bisschen auffächern. Ich wollte nur, dass die Bewegungsrichtung schon mal stimmt. Wow! Alter, was haben die für eine Reichweite? Das sind die Asaren, ne? Ja, ja, krass. Alter, sind die krass. Eine Riesenreichweite. Ja, versuchen wir sie dann zu sandwichen. Oder auch nicht, denn jetzt bleibt er gerade wieder stehen. Ich will hier keinen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt hier zu viel einkesseln. Ein glorreicher Sieg, Sir, wirklich komplett umrunden. Denn sonst schieße ich mir am Ende noch auf die eigenen Einheiten. Das ist nicht das, was ich will. Okay, jetzt steht aber hier mit den Asaren ungünstig. Das muss eigentlich jetzt auch hier für uns die Entscheidung sein. Greift man hier noch ein bisschen an, versucht dann noch ein paar flüchtende Truppen aufzureiben. Es gibt ja alles Erfahrung. Könnt jetzt mal die Artillerie bitte komplett auseinandernehmen. Der hat da sowieso viel zu lange durchgehalten. Gar nicht, wo der da gerade hinschießt. Aber ich denke, jetzt müssten wir die Sache hier zumachen können. Wie schießt denn der? Das ist irgendwie total bizarr, ne? Also, dass die halt hier permanent... Die Männer sind erschöpft, Sir. Ja, ja, sie ich müssen weiß. Sich eine Weile ausruhen. Aber ich muss hier erstmal noch die anderen Einheiten aufreiben. Das ist doch irgendwie so bizarr, dass wir dem hier permanent in seine Einheiten reinschießen und die Kanonen stehen da immer noch da. Da haben wir auch irgendwie sehr wenig getroffen. Obwohl die Einheiten ja auch schon eher erfahrener sind, ne? Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, ja, Sir. Ja, ich guck mal gerade, das sind die Chasseurs hier. Können wir aber noch zum Aufreiben benutzen. Geht eh mal in den Nahkampfmodus über. Jetzt jagt mir mal die anderen Einheiten. Oh ne, warte mal, das sind Chasseurs, ne? Also wir müssen eigentlich noch über die bessere Kondition verfügen. Na, dann stürmen die mal. Ja, macht sie alle nieder. Der ist ja jetzt natürlich nochmal... Der ist ja natürlich jetzt nochmal mit so ein paar Chasseurs da durch diese Barriere geritten, ne? Das war natürlich nicht so geil. Naja, schauen wir mal. Verluste 53. Was waren hier an Kollateralschäden dabei? Den Tipp habt ihr mir auch mal gegeben.
dass ich darauf achten soll, dass ich hier diese Zahlen im Auge behalte. Also ich gucke mir dann im Endeffekt an, wie viel habe ich aufgestellt und wie viele habe ich verloren. Und dann gucke ich halt im Endeffekt, wie viele Feinde halt der Gegner getötet hat. Also 13 bei meinen Verlusten waren dann wohl Kollateralschäden. Oder eben hier bei den Chasseurs Archeval. Da kann wirklich sein, dass sie sich auch gegenseitig weggeplättet haben. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Die haben immerhin eine Erfahrung gekriegt. Es gab sonst aber keine. Die meisten Verluste hatten die Linienfusiliere und die Liniengrenadiere. Aber das ist ja wirklich nicht signifikant. Ja? Also Feinde getötet ist dafür. Schaut mal an, was die Chasseurs auch alles niedergemetzelt haben. Also das war sehr krass. Das hat gut geklappt. Und wir werden diese Stadt hier mal friedlich besetzen. Müssen wir hier was reparieren? Sieht nicht so aus, ne? Aber wir bauen auch direkt die Infrastruktur aus. Und uns eine Milizeinheit. Da sind also echt teilweise Einheiten dabei. Da haben wir wirklich überhaupt nichts verloren. Ne? Das ist schon bemerkenswert. Guck mal gerade, wie. Ach, ich kann hier nicht mit der Tab-Taste durchschalten. Okay, gut, also das. Naja, egal. Gucken wir mal gerade. Also Napoleon hat viele Bewegungspunkte. Ich lasse den Agenten jetzt halt mal noch eine Runde da drin oder doch nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Ich würde ihn eigentlich jetzt lieber hier runter schicken. Bin ja auch froh, dass ich ihn behalten habe. Wer ist es denn? Tristan Lefranc. Okay, alles klar. Und du bist Lucien Danet. Ja, also das ist eigentlich auch was ganz Typisches halt eben für diese Expedition, die Napoleon damals nach Ägypten unternommen hat. Es waren sehr viele Wissenschaftler und Künstler dabei. Schauen wir mal gerade. Ich glaube, irgendwie 120 Stück oder so. Es war ein richtig großes Team. Ach, ich gucke das mal gerade nach. Moment mal, das steht hier alles hier in dem Buch von Roger Dufresne. Kann ich euch also, wie gesagt, an der Stelle auch nur nochmal empfehlen. Genau, 200 Wissenschaftler und Künstler waren dabei. Und man hat also versucht, auch in Ägypten ein eigenes Institut zu gründen, also so quasi eine wissenschaftliche Einrichtung. Das war ja damals noch etwas besonderer, als das halt heute ist, aber ihr kennt es ja auch hier so Sachen wie Goethe-Institut und so, ne? Die haben ja einen sehr guten Ruf oder dieses Institut de France. Das ist natürlich eine ganz zentrale Einrichtung und dann gab es dann eben in Ägypten gab es dann noch ein Institut d'Égypte, also ein Institut für Ägypten. Das sollte natürlich, die sollten Bodenschätze analysieren, aber auch eben Sachen über die Geschichte des Landes erarbeiten. Und was man da als Informationen zusammengetragen hat, das ist auch heute für die historische Forschung noch ganz von zentraler Bedeutung. Ich würde übrigens sagen, wir bauen hier direkt mal noch ein paar Milizeinheiten nach. Kann ich mit denen eigentlich, kann ich mit denen hier rausgehen, ohne dass die Leute anfangen zu kotzen? Beweg dich mal hier En avant pour la couronne et le pays. hin. Préparez-vous, marche. Nee, dann lassen wir die Prêt mal. à recevoir vos ordres. Lassen wir die mal drin. Wobei, wir könnten sie auch von den Steuern befreien. Monsieur, Aber. homme, en Ich meine, so avant. kriegen wir halt doch ganz gut Geld. Mir ist es jetzt auch aus historischen Gründen wichtig, dass der Adel, also beziehungsweise hier. Ist es ja eben die herrschende Klasse, eigentlich eher gut gesonnen ist oder zumindest halt neutral, denn das war auch die Taktik von Napoleon. Er hat es ähnlich versucht wie in Italien, die Eliten mit zu integrieren in seine
in seine Herrschaftsverwaltung. Und naja, das hat nachher am Ende nicht ganz so reibungslos funktioniert, aber da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Provinz hier, ach, die erstreckt sich bis hier rüber. So, so, dann bewegen wir uns hier gleich auf eigenem Terrain. Das ist ja interessant. Haben wir hier irgendwelche Ressourcen? Sieht noch nicht so aus, finde ich. Ja, ich muss mal gucken. Also vielleicht bauen wir hier tatsächlich ein Theater oder eine Kanonengießerei. Ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, das sehen wir einfach im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zugucken. Wichtig jetzt für uns natürlich die Frage, ob wir uns hier verteidigen können. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute und verabschiede mich mit einem freundlichen Salut et Fraternité.